gefällt mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xabox. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute modernste Technik. Ja, also kein Auto, kein Tier, kein Baby, nichts. Ja, also, sondern modernste Technik werde ich euch heute zeigen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Atari ST 1040, so schimpft sich dieses wunderschöne Gerät, ja, also das ist wirklich Hightech ohne Ende, ja, also das übertrifft eigentlich fast jeden PC bei euch zu Hause. Ne, sind wir mal ehrlich, ja, also 8 MHz maximal, also das ist schon ziemlich viel. Ihr zu Hause habt wahrscheinlich irgendwas mit 3,8 GHz, also 3800 MHz mal Quad-Core oder Octa-Core, also 4 oder 8 Kerne. Und Arbeitsspeicher auch sensationell. 0,5 MB bis maximal. Es gab, glaube ich, Ausführungen von 4 bis 8 MB und mit diversen Modifikationen waren wohl auch 16 MB möglich. Ihr habt zu Hause wahrscheinlich 1 Terabyte, ja, oder mehr. 1 Terabyte sind 1000 GB und 1 MB sind, ja, 1000. Ne, 1 GB sind 1000 MB. So, ja, genau. Also ganz viele MBs und wir haben auch wunderschöne Sachen, also wirklich sehr schöne Sachen. Fangen wir mal mit der Maus an, ja, die ist schon echt Hightech, ja. Also viele werden das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, ja, hier haben wir eine Kugel drin, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber da ist tatsächlich eine Kugel drin, das ist eine sogenannte Kugelmaus, das ist eigentlich ganz witzig, hier drinnen sind so, oder rollt die Kugel davon? So Rädchen, ja, hier, das da, seht ihr das da? Dieses Metall hier an der Seite. Durch die Kugel, die da drin dreht, ja, dreht sich dieses Rädchen und die Maus sagt dann, ah, jetzt bewege ich mich nach oben, jetzt bewege ich mich nach unten. Und der Bildschirm berechnet das dann um. Das ist, Hightech, ne? Zwei Klicks. So wie heutzutage ich auch, da hat sich nicht viel verändert. Gut, die Maus selber sieht schon ziemlich übel aus. Irgendwie sieht es ein bisschen aus, als hätte die mal jemand versucht so aufzumachen. Oder hat sie sogar aufgemacht. Bis er wahrscheinlich gemerkt hat, dass da unten tatsächlich vielleicht eine Schraube sein könnte hinter dem Kleber. Gut, so, das ist die Maus. Das ist unser Anschluss, ja. Hat man früher Serial, glaube ich, genannt. Serialanschluss. Heutzutage heißt es USB oder Micro-USB oder whatever, ja, es gibt viele, viele, viele Bezeichnungen dafür. So, dann haben wir den PC an sich, ja. Da drin ist der PC, kann man sich nicht vorstellen, aber tatsächlich da drin befindet sich Prozessor, Grafikkarte. Gut, Grafikkarte ist witzig. Soundchip, ja, wir haben einen Soundchip von Yamaha, der ST1040 ST, wurde sehr gerne von Musikstudios tatsächlich benutzt, weil da schon einen zweistimmigen Synthesizer drin hatte. Ja, also das war damals revolutionär. Also das war wirklich weltbewegend. Und Wahnsinn, oder? Es ist krass. Vor allem, was mir auffällt, zum Beispiel Steuerung-Taste ist nicht da, ja. Also STRG. Und F1 bis F10, F11, F12 gibt es gar nicht. Hat man wohl irgendwann später gesagt, fügt man mal ein. Die Pfeiltasten sind hier oben irgendwie mit drin, nicht hier unten. Ansonsten ist eigentlich vieles ziemlich gleich geblieben bei der Kratz-Tastatur. So, ja, was haben wir noch? Ganz viele tolle Anschlüsse, die zeige ich euch jetzt mal. Das ist die Rückseite, sehr interessant, vor allem mit Symbolen, ja. Das kann man sich kaum vorstellen, aber mit Symbolen, das bedeutet, dass man wirklich eigentlich nicht viel falsch machen kann. Trotzdem kriegen es viele Leute nicht hin. Ja, was, fangen wir vielleicht links an, ja, also hier haben wir ein Modem, ja, also hier konnte man ein Modem anschließen. Dann haben wir hier den Drucker, das sind alles Serialanschlüsse. Dann haben wir hier Harddisk, das bedeutet, wollte man eine Festplatte haben, musste man separat eine Festplatte anschließen, die haben wir sogar da.
Und haltet euch fest, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie riesig das ist. Dann haben wir hier Floppy Disk. Hier konnte man eine separate Diskettenlaufwerk anschließen. Heutige Leute werden dazu sagen CD-Laufwerk. Damals gab es aber keine CDs, deswegen Diskettenlaufwerk war stand da drin. Television. Ich nehme mal an, damit konnte man den an einen normalen Fernseher anschließen. Monitor. Ja, kein VGA oder HDMI oder sonst irgendwas. Oder DVI, das war ja dann nach dem VGA. Sondern hier irgend so ein rundes etwas. Aber zeige ich euch gleich auch nochmal. Dann haben wir hier den Strom an Aus. Hier geht der Strom rein. Der hat sich witzigerweise in den letzten 50 Jahren nicht einmal verändert. Das sieht immer noch genauso aus. Ja? Sowohl bei Laptops als auch bei PCs. Ja? Sieht immer noch genauso aus. Und dann haben wir hier noch so einen Reset-Knopf, ja? Um den PC neu zu starten. Ja, da haben wir noch was. So, auf der linken Seite haben wir einen MIDI-Anschluss, Ausgang und Eingang. Habe ich schon gesagt, der wurde sehr gerne in Musikstudios verwendet wegen dem integrierten Synthesizer. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber das war einfach sensationell. Und hier haben wir noch so einen Anschluss für Modifikationen, separaten Geräten und Pipapo. Ja, so ein, ich glaube, das nennt man schon hier in dem Fall so PCI-Anschluss. Genau. Aber so der Vorreiter so ein bisschen. Wir haben einmal das normale Label, Made in Taiwan, Funk entstört nach, bla bla bla. Ja, wie viel Volt der läuft, auf wie viel Hertz und so weiter. Serialnummer. Ja, auf jeden Fall nett. Dann haben wir auf der Rückseite hier vorne, das muss man erstmal wissen. Ja, ich habe überlegt, wo schließt man denn diese Maus an? Die schließt man tatsächlich hier an. Oder was auch geht, man kann hier ein Joystick anschließen und hier ein Joystick, also zwei Joysticks oder hier eine Maus, hier ein Joystick. Ja, das können wir nachher vielleicht einmal ausprobieren. Ja, ansonsten sieht das rundum so aus, wie wir es schon gesehen haben. Und auf dieser Seite, liebe Leute, haben wir das Diskettenlaufwerk. Da befindet sich jetzt sogar was drin. Und zwar eine Diskette. So sahen früher Disketten aus oder beziehungsweise das Medium. Ja, CD kennen ja auch schon fast. Kennt ja fast keiner mehr. Die heutigen PCs haben alle nicht mal mehr ein CD-Laufwerk oder DVD-Laufwerk, sondern nur noch USB und die meisten Spiele, die kommen ja auch nicht mehr zu per CD, sondern tatsächlich einfach nur noch per Download. Und das ist schon krass. Und das ist eine Diskette. Da ist hier ein Magnetband drin, wie man das von Radiokassetten kennt. Wenn jetzt wahrscheinlich auch einige sagen, was ist eine Radiokassette? Ja, sind diese Dinger, die es vor den CDs gab, die man in Radios reingetan hat. Vielleicht kennt das jemand noch aus alten Autos. Genau, und die hat 2 MB oder 2,5 MB, also schon relativ groß, aber die haben natürlich kleiner angefangen. Und kann man ja dann reinschieben und dann ist die da drin und hier kann man sie da raus. Dann haben wir hier so ein Plastikteil, ja, kann man hier runter machen. Das ist ein Schreibschutz. Wenn der hier unten ist, dann kann man nichts draufschreiben. Es gibt diverse Disketten, die man, ich weiß nicht, warum man das eigentlich erfunden hat. Vielleicht, wenn man das in PC tut, dass da nicht einfach da was draufschreibt im Hintergrund, sondern dass das wirklich nur geht, wenn man das möchte. Und da gab es dann auch welche, wo natürlich das hier nicht vorhanden war, also so ein Schieberegler, sondern der war einfach gleich zu und dann konnte man die auch nicht beschreiben oder halt kopieren oder was auch immer. Das war eigentlich ja so ein bisschen auch so ein Kopierschutz gewesen. So, dann haben wir den Bildschirm. Ja, das ist mein Bildschirm, ja. Schau mal, was der für einen Tiefgang hat. Also, heutige Bildschirme sind noch wenige Zentimeter tief, das hier nicht. Und sensationelle zwei Farben kann er anzeigen. Ich glaube, wie heißt das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Röhrenbildschirm und er kann tatsächlich keine Farbe anzeigen. Also der ist einfach nur schwarz-weiß.
Und man kann hier hinten Helligkeit einstellen, ja. Dann kann man hier Kontrast einstellen, was eigentlich fast dasselbe ist. Also zumindest hier bei dem Bildschirm. Und hier kann man dann anschalten und die Ladestärke einstellen. Mehr kann dieser Bildschirm auch schon nicht. Keine 30 Millionen Untermenüs, wo man Sprache und keine Ahnung was alles einstellen kann. Nein, das ist alles. Ja, genau. Und der Ton kommt übrigens aus dem Bildschirm, nicht aus dem aus der Tastatur, aus dem Computer. So, ja, ich würde sagen, wir schließen den Kahn mal an. Hier habe ich eine Steckdose extra woanders eingeschlossen, weil der nicht gerade wenig Strom verbraucht. Also wenn man den anmacht, fängt das Licht an zu flackern. So ganz kurz, weil der halt doch sehr intensiv ist. Aber bauen wir mal auf. So, also wir haben ja auf der Seite hier, wie schon vorhin erwähnt, den Monitor hier. Den werden wir jetzt mal anschließen. Das Kabel haben wir hier. Das sieht übrigens so aus. Ja, ist ein runder Stecker mit einem Stift. Kann man nicht falsch anschließen. Ja, Stift nach oben. Voila, fertig. Die Maus kommt hier unten rein. Ja, das ist der Stecker. Auf dem rechten Slot, beziehungsweise auf dem linken, je nachdem, wie rum man den gerade hat. Ja, ist ein bisschen komisch, warum man gesagt hat, ja, das soll da unten rein. Warum hat man den nicht auch hinten hingemacht? Aber gut. So. Und er steht dann immer so ein bisschen auf der Maus drauf. Keine Ahnung. Naja, gut. Dann haben wir Strom. Wie gesagt, das ist hier dieser Stecker, den man von heutigen PCs auch noch kennt. Ein Wunder, dass der sich nicht verändert hat. Dass man den immer noch genauso macht. Ja, also echt komisch. Also, schon interessant. So. Bildschirmstrom. Ist ein ganz normaler Stecker, der ist im Bildschirm drin, den kann man auch nicht rein oder raus machen. So, Steckdose Nummer 1. Und den Bildschirm. Voilà. Wir haben hier auch noch eine wunderschöne Kiste mit ganz tollen rustikalen Dingen. Und wenn ich rustikal sage, dann meine ich es echt rustikal. Und zwar ein Haufen von Disketten mit vielen Spielen und Programmen. Was aber sehr, sehr schade ist, denn die funktionieren alle nicht mehr. Bis auf diese Seite. Ja, da ist noch Monkey Island, das können wir dann auch ausprobieren. Und das war's eigentlich schon. Und Schach, ja, die gehen alle leider nicht mehr. Wem das Spiel Lemminge zum Beispiel was sagt, oder Sokaban, oder war noch irgend so ein Ballerburg zum Beispiel. Das geht alles leider nicht. Das hier hat jetzt leider nichts mit dem zu tun, aber damit ihr es mal gesehen habt, das ist eine, ja, der Vorreiter der Diskette, ja. Also nur mal, um das zu demonstrieren. Das heißt, nicht nur, weil die größer ist, hatte die mehr Speicher. Nein, das war nicht so, sondern die war halt einfacher zu produzieren, ja. Das ist einfach nur hier hinten gestanzt, ja, einfach voll lapprig. Und scheinbar hat man später gesagt, okay, das muss robuster werden. Und dann ist das hier rausgekommen. Vielleicht, weil auch die Industrie einfach weiter war, um sowas in Massen zu produzieren. Und ja, das waren die Vorreiter der Disketten. Und davor gab es dann noch Bandlauf. So, hier haben wir noch viel komisches anderes Zeug. Das ist aber alles uninteressant. Hier haben wir noch einen alten Joystick. So sahen Joysticks aus. Ein Knopf, zwei Knopf und hier vier Wege Hebel hier. Nach oben, links, rechts und unten. Da ging kein seitlich oder so. Und dann hat man halt die zwei Knöpfe noch gehabt. Mehr gab's nicht. Muss man sich mal vorstellen. Heutige Joypads, die haben keine Ahnung, 20 Tasten oder so. Naja, dann haben wir hier noch einen, das war also für Flugsimulationen, ja. Passt auch da rein. Und hier, nee, das ist noch was ganz anderes, das kommt noch mal später, das zeige ich euch jetzt noch nicht. Wo ist denn die Festplatte? Da ist sie! Ha, die Festplatte! Megafile 30 steht hier jetzt drauf, wunderschön. Wer wird es erahnen, für was die 30 steht? Nicht 30 GB, nicht 30 Terabyte, ja, bei der Größe würde man das vermuten, ja. Nein, 30 MB hat
das Koloss hier wiegt auch einiges. Ja. Ist echt schwer. 30 MB hat dieses Riesenviech. Ja. Das können wir mal auf die Seite tun. Da steht hier hinten ein Label drauf. Made by Taiwan. Serialnummer. Dann hat man hier so einen Regler. Den hat man, glaube ich, nachträglich eingebaut. Der steuert den Lüfter, der da drin ist. Ja? Und der Lüfter, da hat man das Gefühl, der startet ein Kraftwerk. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das werde ich euch nachher noch demonstrieren. Dann haben wir hinten wieder Anschlüsse. Ja? Hier kann man irgendwie komischerweise noch eine weitere Festplatte anschließen. Also eine Festplatte an eine Festplatte anschließen. Dann haben wir hier den Stecker, der zum PC geht. Und Strom. Ja? Der braucht Strom. Eigenen Strom braucht er, nicht über den PC oder so. Jetzt haben wir hier den Stecker. Ja, so ein Riesen. Viech hier mit Pins, ja, die waren, also ich weiß nicht, warum man das damals so grob gebaut hat, keine Ahnung, ich weiß nicht, auf jeden Fall funktioniert. Und den steckt man jetzt hier rein, ja, geht auch nur in eine Richtung, ja, kann man nicht in zwei Richtungen anstecken. Und dann hat man hier so Schrauben, die man da reinschrauben kann, sollte, ja, damit der Kontakt bestehen bleibt, weil das also ein bisschen grobmotorisch ist. Dann kann man das schön festschrauben. So. Und dann hält das auch. Ja, nicht wie das hier, ja, das dann so rumwappelt, sondern wirklich hier schön bombig. Super. Sulle. So, alles angefangen. Drei Stecker vom Strom. Ja, also nicht dünne, sondern richtig fetter Kabel. Sind eingeschlossen. Jetzt starten wir mal die Festplatte. Oh ja, da geht's los. Sehr schön. Der Tisch fängt an zu vibrieren. Jetzt stellt sich das mal einer vor. Ja, in so einem Großraumbüro. 20 Stück laufen davon oder 100. Ah, schön. Echt schön. So, setzen wir uns mal. Und Bildschirm an. Pitz. So, mehr wird da jetzt auch noch nicht passieren. Und dann machen wir den Computer an, machen wir den Schalter da hinten. So, los geht's. Dauert ein bisschen. Ja. Da ist es schon. Man muss dazu sagen, der PC startet schneller als heutige modernen PCs. Ja. Das dauert eine Sekunde, zack, ist an. Wow, surprise. So, machen wir hier die Maus, ja, also hier. Die geht eigentlich auch erstaunlich gut, obwohl das nur eine Kugelmaus ist. Ja. So, wenn man jetzt auf die Festplatte zugreifen will, muss man den Treiber starten. Ja, dazu benötigt man die da. Atari Advanced Hard Disk Utility. Ja, die legt man hier ein. So. Oh, das rattert dann auch so schön. Wenn man da drauf zugreift, warte mal. Hightech. Nun gut, dann wollen wir mal dieses wunderschöne Spiel Schach ausprobieren. Ja, dann drückt man hier rein. Dann ist es da drin. Und dann kann man hier da starten. Bitte einlegen, ja, habe ich. Weiter, weiter. Oh, wohin geht er? Oh, geht er nicht mehr. Der ging doch mal. Ja, das ist jetzt ziemlich schade, weil vor einer Woche ging das noch, oder vor zwei Wochen. Jetzt haben sich diese zwei Disketten auch verabschiedet. Sehr schade, ja, also die. Scheinbar nicht mehr. Ich weiß nicht. Gucken wir es nochmal aus. Rein damit. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Ne? Die funktioniert irgendwie nicht mehr. Komisch. Sehr komisch. Und schade zugleich.
Dann probieren wir jetzt mal die hier, ja, Monkey Island. Warte mal, da gab es eine Startkassette, hier die hier. Das, ja, man musste diese Spiele auf 6 Kassetten packen, ja, damit man das Spiel spielen kann. Und dann ist es trotzdem nur in Schwarz-Weiß und ohne Ton und überhaupt. Oh, das ist jetzt aber schon sehr komisch. So, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Aber schauen wir, wie schnell es geht. Schauen wir, wie schnell er startet. Und wusch, da ist er. Ja, jetzt funktioniert es. Super. So, okay. Sind halt irgendwie störanfällig. So, jetzt. So, please insert Disk 1. Beziehungsweise Diskette 1. Ja. So, das ist dann die hier. Die da. So. Mal boosten. Rein damit. Und dann press Enter. So, da muss man jetzt ganz genau aufpassen. Ja, jetzt haben wir wieder 0 rein, also die Startkassette, ja, die hier. So. Und Enter. Pass auf, jetzt kommt das nächste. Ja, jetzt ist wieder hier. Okay, komm schon. So, jetzt wieder, jetzt ist es schon mal deutsch, ja. Jetzt wieder Kassette 1. Zack. Und Enter drücken oder Maustaste. So. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Man muss jetzt halt die ganzen Dateien halt laden. Please hold the line. So, jetzt haben wir schon eine Maus hier. Halt! Bevor wir loslegen, ein kleines Geschichtsquiz. Drücke Enter. Mach ich. Und da rattert das CD-Lache. So, wann wurde dieser Pirat in Nebraska aufgeknüpft? Tipp deine Antwort. So, das ist jetzt der moderne Kopierschutz von 1980. Und zwar im Handbuch steht eine Zahl, die man eintippen soll, um diesen Kopierschutz zu lösen. Ja? Also, der ist witzigerweise hier jetzt 4x0. Ach so, genau, so jetzt. Jetzt so ein Zeit und so. Genau, 4x0. Und dann, jetzt sollen wir wieder Diskette 1 einlegen. Geil, ne? Das macht man den ganzen Tag im Prinzip. Weil das war doch Diskette 1. Das ist nicht Diskette 1. Ich meinte der Start. Diskette, irgendwann muss ich Start wieder ein. So. Wahnsinn, ne? Das war noch Arbeit, ja. Da musste man noch richtig was machen für. Das ist jetzt komisch. Dann vielleicht die hier. Nein, das wird die 2 eigentlich sein, aber wir probieren es einfach aus. Nee. Nochmal die. Ah, ich glaube, jetzt geht's. Komisch, die war eigentlich schon drin gewesen, aber irgendwie. Naja, das ist halt Technik, ne? Die begeistert. So. Ja. Technik, die begeistert. Ne? Das war früher zocken. Kann man sich gar nicht vorstellen. Beziehungsweise auch arbeiten. Ne? Oh Mann. Und ununterbrochen hat man dieses Rauschen. Schön. So, passiert da noch was? Oh, da war was, glaube ich. Jetzt. Boah. Tief in der Karibik. Die Insel Mille Island. Boah. Gefällt mir. So, zum Glück kann man es leiser machen, ja. Ja,
Das Witzige ist, dass auch das einzige Lied, das man hier in diesem Spiel hören wird, wenn man das Lied nennen kann. Ja, da kann man es eigentlich überspringen, ja. Das muss man sich leider antun. Das, liebe Leute, ist die Spielgrafik. Wahnsinn, oder? Wow. Wie detailliert. Hallo. Mein Name ist Greedfruit Streetfruit und ich will Pirat werden. Huh? Schleich dich doch nicht so an mich an. Oh. Ich bin hier drüben. Ach so. Ah. Greedfruit. Streetfruit. Guybrush Streetfruit. Ach so. Ja. Also du willst Pirat werden, wa? Siehst aber aus wie ein Buchhalter. Aber wenn das mit der Piraterie wirklich ernst gemeint war, sprich mit den Anführern. Jojo, du findest sie unten in der Bar, Scum-Bar. Okay, Donkey, das werde ich gleich tun. Auf Wiedersehen. Tschö mit dir. Ich gehe und suche mein Glück. Viel Glück. Viel Glück. Ja, das, meine Freunde, ist die Spiel. Wo ist er blieb, du? Ja, in der Scum-Bar, Mann. Ah ja, genau. Schon wieder vergessen. Dankeschön. Meine Güte. Wo war das nicht? Ja. Ne, also ein Bild pro Sekunde war Standard damals. Genau. Man muss dazu sagen, das war nicht so, so grafisch so gemacht wie heute, ja, dass man das mit dem Programm macht oder so. Das musste man selber kritzeln. Und das mit so einem Computer dann. Ja. So war das. So war das, liebe Leute. Ja, wenn ihr mehr von solchen Spielen sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Ja, dieses Gerät, weiß ich noch nicht, ob ich es behalten werde oder ob ich es weiter verschicken, weitergeben werde. Mal gucken, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Viel wert ist es jetzt. Also es ist schon ein bisschen was wert, aber nicht so viel, wie man jetzt erwarten würde. Sondern tatsächlich, ich glaube so um die 500 oder sowas mit der Festplatte, also es hält sich im Rahmen, ja, ist jetzt nicht so, dass man dadurch reich wird oder so, aber es kann natürlich sein, wenn man es aufhebt, ein paar Jahre, dass das dann noch ein bisschen wertvoller wird, aber das, ja, kann ja auch kaputt gehen, dann ist es nichts mehr wert. So, ja, aber ich habe noch was, und zwar, da drin befindet sich noch eine Rarität. Ja. Die werden wir uns demnächst auch anschauen. Diese wunderschönen Raritäten, die habe ich vom Onkel von meiner Frau bekommen. Die habe ich letztens im Keller gefunden, als wir nach Babysachen gesucht haben, weil ihre Mutter hatte noch Babyzeug. Und das wollte sie uns geben. Und da standen die da so rum. Und dann habe ich gedacht, ich frage den doch mal, das war an Weihnachten, ob er, was er mit dieser Box da, was da drin ist, was er damit machen will. Dann hat er gesagt, wegschmeißen oder so. Dann habe ich gesagt, nein, nicht wegschmeißen. Und dann hat er gesagt, ja, kannst haben. Ja, und dann kurz danach kam er nochmal runter und hat gesagt, wir haben noch was. Und ich so, was? Und er so, ein Computer. Ein Computer. Ja, von 1980. Was? Von 1980. Ja, 80, glaube ich. Ne? 85, glaube ich, ist der hier. Und ich so, okay, den will ich sehen. Und dann bin ich mit ihm hoch und hat er mir den gezeigt und gesagt, den kannst du haben. Ich so, echt, oder? Ja, da steht hier nur rum. Und dann habe ich ihn mitgenommen. Zack! Jetzt konnte ich euch mal zeigen, wie Computerspielen früher war. So. Übrigens, jetzt kann man hier klicken. Ne? Ich kann hier so, ne? So läuft man in Spielen. Alles die Maus. Und war hier so ein Benutze Plakat. Das klappt so nicht. Sensationell, oder, liebe Leute? Wahnsinn. Na gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es dabei ist, ein Like da lassen. Ich bin gespannt. Vielleicht habt ihr ja sowas auch noch zu Hause rumstehen. Ja, wenn ja, dann schreibt mir. Oder wenn ihr mehr von solchen Spielen sehen wollt, sagt mir Bescheid. Kann man bestimmt einrichten.
dass ich mal ein paar Spiele auf eine Diskette packe und würde die einfach mal ausprobieren. So typische Klassiker, die man kennen muss. Lemminge, Ballerburg und was es da so alles gab. Ja. Es sind keine weltbewegenden Spiele, aber für damals schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal.